Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motility. Und heute fahren wir mal wieder einen meiner Lieblingspanzer, den lieben Jagdpanther auf Stufe 7. Ein TD oder Tank Destroyer oder Jagdpanzer. Und das Ganze mit einer 10,5er bewaffnet. Sehr schön, hat er im Original nicht gehabt. Im Original hat er eine 8,8. Aber hier haben wir eine 10,5er, ganz einfach, um das Ganze zu balancen. Und deshalb fahren wir die jetzt hier mal ein bisschen aus. Ich bin ja nicht so der TD-Mensch, deswegen werden wir demnächst uns wahrscheinlich sehr schnell an der Front wiedersehen. Aber den ersten Schuss würde ich gerne hier machen, neben der Su. Na, Su? Wir haben dabei die liebe Nubia und die liebliche Tigerin im T-34-100, dem Tschechen. Und derzeit kommt da absolut nichts vorbei. Sehr schade. Ja, wir werden uns wahrscheinlich schneller an der Front wiedersehen, als eigentlich geplant war, weil hier kommt einfach nichts. Sehr schade. Dabei würde ich doch gerne irgendjemanden jetzt hier eine große Schelle geben. Oh. Ja. Den Jagdpanther an sich finde ich extrem sexy. Der sieht einfach nur heiß aus und spielt sich auch richtig gut. Auch mal offensiv an der Front. Kann man ruhig alles machen. Naja, die fahren hier nicht rum. Das ist blöd. Naja, während ihr da euren Spaß habt, werde ich dann wohl gleich mal den M6 da rechts wegräumen. Ja, die kommen hier nicht. Die werden hier gerade von der Arti zerfetzt. Gut, werden wir uns eine andere Schussposition suchen. Ist ja natürlich wieder typisch, ne? Mu drückt auf Aufnahme und die Gegner kommen nicht. Oh. Sehr ärgerlich. Dabei wollte ich euch das doch zeigen, was der hier so kann. Ah. Denn ich halte den für einen der besten Panzer im Spiel. Also zumindest den spaßigsten oder einen der spaßigsten. Ganz hervorragend. Ach, komm, ey. Man muss halt nur aufpassen. Der hat halt kein Turbo, ne? Ist klar, Richtwinkel nach rechts und links ungefähr. Ich würde mal schätzen 15 Grad. Naja. Ist nicht viel, aber es reicht aus. Dafür ist das Fahrzeug halt sehr, sehr schnell am Drehen. Und da oben haben wir eine Su 122-44. Das ist jetzt nicht so geil, weil die tut nämlich weh. Ja, wenn sie trifft. Haha, 175 mm am Arsch. Ja. Der wird es gleich nochmal versuchen. Der kann nämlich genauso schnell schießen wie wir, wenn nicht sogar schneller. Deswegen fahre ich näher rein und er bounced erneut. Großartig. Mach's gut. Gott, ich liebe diesen Jagdpanther. So. Denn wir haben natürlich auch ordentlich Pennen auf der Kanone. Teilen ordentlich Flocken aus. Wir haben hier nicht die perfekte Crew drauf. So oft spiele ich den nicht. Oh Gott, ich bin am 6 gebounced, darfst du keinen erzählen. Und jetzt werden wir den hier hoffentlich wegräumen. Ah, fast. 103, ein Schuss noch, also 4 Sekunden. Und dann holen wir uns den sturen Emil, der über mir aufgetaucht ist. Falls ihr es gesehen habt auf der Karte. Ach Gott, ey. Ich habe drüber geschossen. Das passiert nicht oft, da war ein Huckel. Da war bestimmt ein Huckel. So, sturer Emil. Da laden wir mal HE. HE auf einem sturen Emil könnte lustig werden. Das ist normal. Wenn ich denn da rankomme. Ah, jetzt hat er nur noch 267 HP. Da können wir auch alle schießen. Wir kriegen die Kanone hoch genug und ich komme nicht durch. Okay, das ist jetzt schlecht. Hab nicht durchschlagen. Oh. Ja, währenddessen sind meine Mädels da oben durch. Ach, was zum Teufel ist das denn? Kommt der hier runtergeflackt wie ein Irrer? Ja, gut, danke. Fand ich nett. Oh mein Gott, meine Mädels sind da vorne schon im Angriff, greifen gerade die chinesische Basis an und die verdammte Artillerie steht ungefähr da hinten. Ja, hat mich gerade erwischt. Aber wir hatten hier unseren Spaß, definitiv. Ich sag ja, wir sehen uns schneller an der Front wieder, als mir lieb ist. Oder als euch lieb ist. Oder als TD-Fahrer lieb ist. Aber es macht halt unheimlich viel Spaß, mit dem Jagdpanther sich ins Getümmel zu stürzen. Ich liebe diese Karre. Und er ist einfach nur sexy, seit er ein HD ist. War übrigens mein erstes Modell, was ich als Kind hatte. Ein Revell-Modell vom lieben Jagdpanther. Mit so kleinem Diorama. Großartig. Und mal gucken, wie wir uns angestellt haben. Ja, gar nicht mal so schlimm. 1804 Schaden, nicht ganz rangekommen an Nubia. Aber so viele Ziele gab es da auch nicht. Ne? Einmal habe ich wirklich blöd verschossen, aber egal. Wir haben 21.000 Credits mit nach Hause nehmen können. Und ja, ich würde sagen, war auf jeden Fall erfolgreich. Und wir sehen uns gleich wieder mit diesem Schmuckstück. Och, ich liebe ihn.
So, da sind wir auch schon zurück mit unserem Jagdpantherchen. Tigerin und Nubia sind umgestiegen. Nubia jetzt im TH20HTC, dem Belohnungspanzer für die zweite Missionsreihe. Und liebliche Tigerin im Premium IS-2. Ist nichts anderes als normaler IS. Ein bisschen verändert, aber ist eigentlich das Gleiche. Und wir fahren jetzt... Ja, wir sind mobil, wir haben Gun Depression, also... auf der Karte bin ich immer nicht ganz sicher. Man kann sich hier irgendwo links in die Bäume stellen, aber ich habe da echt schlechte Erfahrungen gemacht. Weil die Bäume, ne, sind halt obligatorisch wunderbare Ziele für Gegner. Die schießen halt auch mal blind rein. Deswegen werden wir einfach unser Heil im Angriff suchen. Und das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Kommt drauf an, was uns entgegenkommt. Der Pershing macht mir ein bisschen Sorgen. Aber der Rest, geht eigentlich. Wir haben Gun Depression. Das wir können hier auch mal ruhig nach vorne fahren. Das ist keine wirkliche Arti im Spiel, nur die kleine. Und damit sollten wir eigentlich arbeiten können. Mal gucken, was wir hier so haben. So, Busch ansteuern, wir sind ja relativ schnell. Du bist schon wieder ganz vorne, ne? Ja, Absicht. Wir gehen jetzt scouten. Mit einem Jagdpanzer. Oh Gott, IS-6, WTF. Und IS-3, wieso sind die hier? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt schlecht. Aber gut, dass wir hier sind. Sonst wären die hier wahrscheinlich einfach so durchgedrückt durch unsere... Mediums. Okay, wir haben auch einen Löwen hier. Wir haben einen Oho hier. Okay. Die Heavy-Linie mutiert zur Medium-Linie und andersrum. Interessant. Auch schade. Ja, ich traue mich da jetzt gerade nicht vor, ne? Ich will die Schüsse jetzt nicht fangen. Ich gehe lieber flankieren. Oh Gott. Ja, Tigerin hat keine Gun Depression. Tigerin ist gleich am Anfang auf den Deckel. Nicht gut. Wir müssen uns dann auch gleich wieder umdrehen. Ja. Hi. Du, du, du. Ja. Wir sind jetzt der flankierende Jagdpanther. Du hast jetzt bis hier geschossen, ne? Beide haben geschossen. Nope. Oh, hier ist drei Schottpanzer, wie ich es liebe. Wir kriegen hier aber die Kanone echt nicht so drauf, dass wir hier schießen können und gleichzeitig all down stehen. Sehr schade. Ach komm! Pershing. Pershing hinter uns, das ist eigentlich nicht gut. 200 mm Pen sollte doch eigentlich reichen für so ein IS-3. Ah, los, komm schon. Ja, der ist raus. Jetzt sind wir 6. Nur getrackt, sehr gut. Jetzt sind meine Mädels raus, das ist überhaupt nicht gut. Heißt auch, dass ich der nächste bin. 22 HP noch, sehr gut, der ist raus. Oh Mann. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Wir übernehmen jetzt gerade den Part der Mediums und wo wir gerade bei Mediums sind, die stehen alle bei uns im Cap, großartig. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Stehe ich dem hier gegenüber. Und der hat als Achter natürlich ein bisschen mehr DPM als wir. Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen bei dem. Der hat anscheinend kein Ammo-Rack mehr und schießt voll unter uns durch. Das finde ich gut. Kann er beibehalten. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen. Komm schon, Jagdpanther. Ne, bist normaler Panther. Oh, mit Glück gehabt. Eins. 150. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr, weil da irgendwas davor steht. Irgendein Wrack. Ah, verdammt. Okay, ich muss ran. KV4 ignorieren wir erstmal. Bin hier anscheinend alleine gegen das komplette Gegnerteam. Großartig. Denn unser Löwe und unser Oho sind sonst wo. Oh. Da fällt ein Baum. Das heißt, ich bringe mich hier schon mal in Schussposition. Da wird gleich was kommen. Ein Schiri. Schiri kann dreimal schießen. Vorsicht. 3, 2, 1. Der ist raus. Jetzt bin ich natürlich offen, was mir überhaupt nicht gefällt. T-34-85. Neue Schussposition suchen. T-25-2 kommt ja auch noch. Okay, um den kann ich mich jetzt erstmal nicht kümmern. Und Cromwell ist da auch. Okay. Und Cromwell kriegen wir. 3, 2. Was macht der T25? Ich will erstmal nichts. Okay. Oh, wir
kriegen hier gerade zu viel auf den Deckel. Okay, T25-2 ist jetzt gerade in einer Schussposition, die ich echt sehr, sehr ungünstig empfinde. Als Jagdpanzer. Oh. Tja, 2:4. So, da haben wir mal ein Gefecht verloren. Oh, so ärgerlich. Schade, dass die lieben Heavies da sonst wohin gefahren sind. Haben sich dann natürlich wegschießen lassen, wie die letzten Gurken. Aber das war ein Ace-Tanker in einem Gefecht, wo man einfach mal verliert. Mit 4.394 Schaden, 5 Kills. Und ja, war auf jeden Fall lustig. Schade, dass wir zum Schluss nichts mehr machen konnten. Das war's dann erstmal zum Jagdpanther. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss. Oh Gott, wo ging mein Schuss hin? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ach, das ist ein Stein. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wo er hin ist. So, wir konnten wenigstens schon nur einmal Schaden machen, waren damit also schon sinnvoller als unser M46 Petten, der hier ganz hinten steht, unser Neuner. Neuner Medium, den man hier perfekt auf der Sechserlinie gebrauchen könnte. Ich brauche dazu nichts mehr sagen.